Jo, was geht ab, ihr fetten Relaxos? Wir sind in der Gruppe C, die wahrscheinlich besser bewertet wird als Gruppe B. Und da benutzen wir noch mein Dings, mein altes Bewertungssystem. Beziehungsweise mein neues Bewertungssystem, nicht mein altes Fail. Ja. Also wir nehmen noch mein altes Bewertungssystem und geben halt die Punkte, damit wir halt bei den Videos auf meinem Hauptkanal sehen. Also ja, wenn alle zusammen bewertet werden, wer da wie viele Punkte abgestoppt hat, das wird sowieso Drop Dynamic auf Platz 1 sein, weil Drop Dynamic ja ein besseres User-Voting hat. Also ein, was für besseres User-Voting, weil er ein längeres Video hat. Aber ja, so die anderen wurden halt so bewertet mit dem alten System, deshalb bewerte ich mit dem alten System und danach mit dem neuen. Und hier. Die komplette Gruppe wird halt mit dem neuen Bewertungssystem bewertet und da mache ich für diese Gruppe ein Video auf meinem Hauptkanal. Ja, mit der Platzierung vom neuen Bewertungssystem. Und ja, das neue Bewertungssystem nutze ich, wenn bei der Videolänge mindestens 2 Minuten Abstand ist. Also bei Fucking und Drop Dynamics sind es mehr als 3,5 Minuten Abstand. Also in dem Sinn nutze ich halt das neue Bewertungssystem. Ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Und ich erkläre mal kurz das neue Bewertungssystem. Das neue Bewertungssystem sollte ursprünglich das Bewertungssystem von der Cipher of Spelltox sein. Aber ja, aus der Cipher of Spelltox wurde aus irgendeinem Grund leider nichts, weil Spelltox aus irgendeinem Grund alle seine Kanäle gelöscht hat. Auf YouTube, auf Instagram und. Ja. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Und ja, so sehen die Punkte aus. Also der Flow, Musikalität, Konzept, Lyrik und Beat geben jeweils 3 Punkte. Videoqualität, also Audioqualität. Technik, ja, Reimtechnik. Ja. Originalität, also wie, ob es sich von der Masse abhebt. Und Hook geben jeweils 2 Punkte. Und Atmosphäre, Unterhaltung, Gesamtpaket, Authentizität und sonstiges geben jeweils 1 Punkt. Sonstiges ziehe ich mir halt irgendetwas aus dem Arsch halt. Ja. Und man kommt halt insgesamt, also wenn du das alles schaffst, auf 30 Punkte. Aber ja, 30 Punkte sind schon sehr schwer zu bekommen. So, damit habe ich nun noch das Bewertungssystem erklärt. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Und ja, dann geht's los mit Pinch mit. So, Pinch mit kriegt schon mal den Punkt für das beste Feature. Er hat auch das einzige Feature. Ja, dafür einen Punkt für Pinch mit. Und ja, es wird definitiv besser als seine Quali, das kann ich euch versprechen. Let's go! Bam 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 bam. Ah ja, das ist der Beat, ja, das ist geil. Der Beat ist auf jeden Fall geil, das kann ich euch schon mal sagen. Und ja, bei der Videolänge ist es halt gut, dass ich auch das neue Bewertungssystem verwende. Ja, weil Pinch mit ein alter Sack ist, Alter. Also ja, starker Einstieg, nicer Flow direkt, überraschende Punchlines, Beat. Ja, bis jetzt nice, auf jeden Fall. Ja, ist schon irgendwie lustig, aber auf jeden Fall ist Selbstironie. Selbstironie wird mit einem Punkt für die belohnt. Ja.
Das ist nice. Das ist absolut nice. Und Pinch mit, hätte ich nicht gedacht, aber der bekommt auch einen Technikbonus. Ja, nice. Ram. Dieses Bild, Alter. Also Penny farmt gerade Punkte bei mir. Was geschehen ist, auf Stopp, ich steh deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es ist kein Spaß. Sondern Pinch mit Camcorder auf deinen Kopf, Filmriss. Mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist, auf Stopp, ich steh deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es sind vier fucking Fäuste für dieses Game. Halleluja, das sind Penny und Jay. Hey! Hey, hey, hey. So, das ist mir halt beinahe gar nicht aufgefallen, dass es eine Hook ist, bis dann Jay Chiggy angefangen hat zu rappen, aber ja. Durch Chigi würde ich tatsächlich 2 Punkte geben, aber ja, keine Ahnung, es wirkte am Anfang halt nicht wie eine Hook, dann Pinch mit. Ich gebe echt nur 1 Punkt für die Hook. Auch wenn Jay Chigi die Hook mega aufwertet, das reicht nicht für 2 Punkte. Nice. Echt geil, was Penny da macht. Chancen in meinem Leben verpasst. Concentration, du sparst jetzt kommt der Pin auf Repeat und gepumpt und Pick auf diesen SpongeBoss und auf sein. Oh. Spongy wird getestet. So, damit hat Pinch mit schon mal so viele Punkte wie der Quali. Ach, fickt euch. Oh, Pinky und Brain, kennt noch wer die Serie? Kennt noch wer Pinky und Brain? Nachdem ich mein Geld bunker im Panzerschrank, bin ich unterwegs als Weltbummler in Amsterdam. Ja. Hausbesucher, ich lass es beben wie Sound aus dem Buffer und häng dich neben deinem Bau wow am Zaun auf, Bruder. Okay. 21 Punkte. Mann! 21 Punkte hat der Pitch. Mir geht diese ganze Benachrichtigung so auf den Sack, Alter. Ich trick gegen den Tisch, Mann. Ich raste aus, ey. Regt mich nicht auf, Mann. Was geschehen ist, auf Stopp, ich steh deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es ist kein Spaß. Sondern Pinch mit Camcorder auf deinem Kopf, Filmriss. Mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist, auf Stopp, ich steh deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es sind vier fucking Fäuste für dieses Game. Halleluja, das sind Penny und Jay. Johnny Dixon muss sich warm anziehen, will er gegen mich FIFA zocken, deswegen taucht er auch bei mir auf in G-Klamotten. Muss sich warm anziehen beim FIFA zocken, deshalb taucht er auf mit Chico, Mann. Es fängt schon richtig gut an von Chigi. Keine Ahnung, das ist. Also keine Ahnung, ich kenne halt echt nichts Schlechtes von Chigi. Das ist einfach so. Bruder, Chigi ist einfach krank, da kannst du sagen, was du willst. Ja, ich bin der Bro, du sagst, ich bin sehr doof. Falsch gedacht, Digga, denn ich kann ja alles wie Sergio. Alter, ich weiß.
Bruder, Chigi ist halt wirklich ein Rap-Genie, könntest du sagen, was du willst. Chigi ist einfach geil. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. 4 und 8, die ziehen per Bono Grund. Ich finger sinnlos mit feuchten Fingern mit Steckdosen rum. Ich weiß, das geht auf die Qualien von 4 und 80. Sie ziehen ja Pep ohne Grund. Okay. Es gibt auf jeden Fall Reimkettenbonus. Auch wenn das eine komische Reimkette war. Und? Feier ich absolut von Jiggy. Die ganzen Lutscher kriegen Faustfix der besten Sorte. Hier kommt Jiggy, ein Rapper, der raussticht wie Plätzchenformen. Nice. Auf einmal tragen alte Hater jetzt mal Merchandise und kehren mir die Wege frei, als wäre ich im Curlingstein. Kein Stress. Sehr, sehr stark. Es und vergesst, was geschehen ist, auch stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es ist kein Spaß. Sondern Pinschnitt, Camcorder auf deinen Kopf, Filmriss. Mach keinen Stress und vergesst, was geschehen ist, auch stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es sind 4 fucking Fäuste für dieses Game. Halleluja, das sind Penny und Jay. Hey! Okay, das ist auf jeden Fall ein nices Ende, würde ich sagen. Okay, Pinchmit bekommt auf jeden Fall noch einen letzten Punkt fürs Gesamtpaket. Okay, dann starten wir mal wieder von neu. Also wieder von Anfang an. Und ja, geben wir uns den Song ohne meine ganze Punkteverteilung. Geht schon fast 10 Minuten, Alter. Let's go. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könntet mir noch was vom Rap erzählen? Als ich anfing, wart ihr selbst an nackten Cracks, ich mal am Leben. Seit Julien, der jeden hier mit Hurensohn beschimpft, war zu diesem Zeitpunkt nur ein kleiner Pimp. Ihr habt recht, Mann, ich bin oldschool wie Mob Deep und Biggie. Doch wenn ich es losleg, schiebt ihr Updates wie Hippies euch 10 Kopf kleineren Kiddies. Zerrob ich am Mike, wenn ich will, wie Rottweiler und Pedis. Keiner droppt die Lines wie Penny. Scheiß auf Double Times, ich bin ich San Diego oder Kollega. Ich bin Penny und zu meinem Ego bin ich kollegial. Und ich scheiß auch auf Low-Variationen, dennoch ohne bitte nobody, euch nobody's erobern. Und zwar jetzt und gleich in diesem Moment, auch wenn ich 36 bin, steckt in mir noch ein freshes Kleinkind mit dicken Eiern und kein rappender Feigling. Also mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist, sonst stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es ist kein Spaß. Sondern Pinschnitt, Camcorder auf deinen Kopf, Filmriss. Mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist, sonst stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis, es sind 4 fucking Fäuste für dieses Game. Halleluja, das sind Penny und Jay. Hey! Ihr wollt ne Bombe, dann kriegt ihr sie. Von dem Mongo, der mit dem dicken den Gong hier den dicken schiebt, ich hab ziemlich viel Chancen in meinem Leben verpasst. Concentration, du Spaß, jetzt kommt der Pin auf Repeat und gepumpten Fick auf diesen Spongeboss und auf seinem Plankton-Beat, der Junkie zieht doch jeden Tag nen Schrank voll Speed. Und während er nebenbei an seinem Schwanz rumspielt, schaffen Girls auf meinem Auf und Ab wie auf nem Trampolin. Ohne Scheiß, du kannst sagen, was du willst, aber Spongeboss bzw. San Diego, ja, der wird auf dem JPP-Kanal nie, als selbst in der JCC bekommt der Zeilen gewidmet. Ja, also keine Ahnung.
SpongeBob wird auf dem JBB-Kanal nie in Vergessenheit geraten. Bin ich unterwegs als Weltbummler in Amsterdam. Schlaf nach dem Bumsen meinen Rausch aus, ihr Loser. Ihr dürft nach dem Kommen direkt gehen, Laufhausbesucher. Ich lass es beben wie Sound aus dem Woofer und häng dich neben deinem Bau-Wow am Zaun auf, Bruder. Mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist. Sonst stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis. Es ist kein Spaß, sondern Pinch mit Camcorder auf deinem Kopf. Mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist. Sonst stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis. Es sind vier fucking Fäuste für dieses Game. Halleluja, das sind Penny und Jay. Johnny Dixon muss sich warm anziehen, will er gegen mich FIFA zocken. Deswegen taucht er auch bei mir auf in G-Klamotten. Ja, ich bin der Bro, du sagst, ich bin sehr dumm. Falsch gedacht, Digga, denn ich kann alles wie Sergio. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. 4 und 8, die ziehen Pep ohne Grund. Ich finger sinnlos mit feuchten Fingern in Steckdosen rum. Hier ist nicht Whitney, nicht Britney, nicht Fitty, nicht Diddy, nicht Biggie, nicht Millie, Manilli, Diggy, das sind Penny und Jiggy. Ich schreie es lauter als Hardrocker. Ich zweckentfremde nach meiner riesigen Fresse einen Baumstamm zum Zahnstocher. Die ganzen Lutscher kriegen Faustpicks der besten Sorte. Hier kommt Jiggy, ein Rapper, der raussticht wie Plätzchenformen. Auf einmal tragen alte Hater jetzt mal Merchandise und kehren mir die Wege frei, als wäre ich im Burlingstein. Kein Stress und ja, aber du kannst sagen, was du willst. Egal wo Jay Jiggy dabei ist, er ist immer das Highlight der Runde. Da kannst du sagen, was du willst. Guess, was geschehen ist, sonst stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis. Es ist kein Spaß, sondern Pinch mit Camcorder auf deinen Kopf. Mach keinen Stress und vergess, was geschehen ist, sonst stopp ich dir deine Fresse ganz frech mit meinem Penis. Es sind vier fucking Fäuste für dieses Game. Halleluja, das sind Penny und Jay. Hey! Das war Pinchmit. Wir kommen nun weiter zu Perplex 23. So, wir sind bei Perplex 23 Massenhypnose. Der Mann, der heute noch enttäuscht ist, dass Julian nicht beim JBB 2018 angenommen hat. Ja. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ja, bleib ruhig weiter in deiner Maske, ganz ehrlich. Aber ja, ich werde das natürlich so objektiv bewerten, wie es geht, halt ohne dass ich mich über ihn als Person aufrege. Ja, ich versuche das Ganze einfach objektiv zu bewerten. Los geht's. Ja, der Beat bekommt auf jeden Fall einen Punkt. Der Beat ist, soweit ich weiß, richtig geil. Und der wird definitiv mehr Punkte machen als sein Bruder, das ist klar. Das ist schon irgendwie lustig. Georg, ist das ein Schmatzfabrik? Ist das Merch von seinem Bruder? Also von Schmatze? Ja, ich gebe ihnen auf jeden Fall einen Punkt dafür. Es ist eigentlich eh scheißegal, wofür ich dir allen die Punkte gebe. Weil am Ende gewinnt bei denen ja sowieso das andere Bewertungssystem. So, das kann ich mir ehrlich nicht geben, ne. Ich weiß, der Vogel war halt schon tot, aber nein, einfach nur nein.
muss dir halt echt nicht sein. Ihr werdet heute Zeuge davon, wie ich die deutsche Szene zerlege. Eben das Leben von elendigen Verlierern zertrete. Redet denn je... Oh, okay, er macht sogar Er geht sogar auf Technik, das ist interessant. Also gar... Flow, Stimme, nochmal Beat. Technik. Interessant, bin ich... Achso, ja, und der Einstieg bekommt natürlich auch einen Punkt. Und schauen wir mal, wie das Video so wird. Gegen Verlierern zertrete, redet denn jeder von ihnen, kriegt für den Pussy-Rap nur ein Tempotaschentuch. Auch wenn ich jetzt darauf abfahre, wie bei einem Centerpark-Besuch. Ja, der erste Wii-Vergleich. Es war schon mal kein allzu schlechter Wii-Vergleich. Seit den Anfangstagen Import. In seiner Landessprache ein Gott. Eure Weiber werden von mir aufs Spannbett lag. Was? Das ist schon voll eine nasse Laden. Sprach ein Gott. Eure Weiber werden von mir aufs Spannbettlaken gepoppt. Doch nach einer Flasche Scotch in den Krankenwagen gebockt. Fuck auf diese. Sehr interessant, dass Perplex auf Technik geht. Das hätte ich halt echt nicht von ihm erwartet. Ich weiß nicht, für das Video will ich noch keine Punkte geben, aber für die Location auf jeden Fall. Die Location gefällt mir, ist auf jeden Fall gut zum Video drehen. Wagen gebockt. Fuck auf diese Straßenscheiße, die Standardphrasen sind Schrott. Sie haben im Ghetto was im Griff, wenn sie Fahrrad fahren im Block. Ihr Alter, reimt er die ganze Zeit auf dasselbe Wort? Keine Ahnung, er kriegt auf jeden Fall Reimketten-Bonus. Versager. Ich hab Bock euch in den Boden zu rappen, denn ihr riskiert eine dicke Lippe, so wie Botox-Patienten. Ihr riskiert eine dicke Lippe, so wie Botox-Patienten. Ohne Scheiß, bei Perplex sind die Wii-Vergleiche teilweise so richtig cringe. Das ist halt echt so. Sound. Das ist wie Pflanzensamen. Alle können mich sehen und ich wachs über mich hinaus. War ja eigentlich schon der nächste Wii-Vergleich. Ich war bisher nicht gerne gesehen, doch ich werd nicht mehr gehen, als wär ich querschnittsgelähmt. Das stimmt, Julian hatte ich ab dem JBB 2018 nicht mehr gerne hier gesehen. So ist es, als wäre ich querschnittsgelähmt. Der nächste Vergleich. Gang. Perplex kriegt VPM-Bonus. Vergleiche per Minute. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Schwuchtel wie's lyrisch in den Kerker gesteckt. Bist du von Schmerzen gestresst, dort erbärmlich verreckt. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Ich zeig, wie man Welle macht wie Wassersymbole. Und dann erzeug ich mit meiner Mucke eine Massenhypnose. Echt? Okay, die Hook. 2 Punkte. Hätte noch 3 sein können, auf jeden Fall. Im anderen Bewertungssystem wird Perplex definitiv mehr Punkte für die Hook bekommen als Pinch mit. Ich zerstöre wieder diese Rapper mit den nervtötenden Liedern, denn sie pfeifen aus dem letzten Loch wie Querflötenspieler und kriegen eine Schelle, knallen auf den Boden und hinterlassen eine riesige Delle. Quatschen. Wie viel Vergleich ein Mensch eigentlich bringen kann in Songs. Ja, aber das zeichnet ihn halt auch irgendwie aus. Von miesen Geschäften und ziemlich fiesen Verbrechen. Machen auf Löwen, aber sind in echt nur niedliche Kätzchen. Für diesen Mist zeig ich... Okay.
echt nur niedliche Kätzchen. Für diesen Mist zeig ich nicht viel Interesse, denn ich komm mit kranken Leuten wie ein Klinikgelände. Bruder, die Vergleiche, Alter, das hört halt einfach nicht auf. In die Fresse, ihr labert doch nur, denn da kommt immer die gleiche Scheiße raus. Gärtnergeburt. Oh, das ist, glaube ich, die erste 2-Punkte-Line bis jetzt. Der einzig wahre zerfickende Rapper, der JMC, will den Schotter sehen, gibt euch Punches, bis euer Kopf sich dreht. Hm. Schüler blamieren, wie sie von dem Plex bei einer Kampfsportübung kassieren. Ich werd Massenhypnose. Massenhypnotisierend. Ihr seid gezeichnet und das unterschreibe ich, als würde ich Taschenbücher signieren. Ich gebe keinen Punkt für die Sachen. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Bus nehmen. Du Schwuchtel wirst lyrisch in den Kerker gesteckt. Bist du von Schmerzen gestresst, dort erbärmlich verreckst. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Bus nehmen. Ich zeig, wie man Welle macht wie Wassersymbole. Und dann erzeug ich mit meiner Mucke ne Massenhypnose. Wisst ihr, ich könnte noch einen Punkt fürs Gesamtpaket geben, aber das ist halt so ironisch, dass Perplex 23 gerade 23 Punkte hat. Deshalb lasse ich das einfach. Wir hören uns den Song natürlich noch ein zweites Mal an. Musste das mit dem Vogel echt sein? Ihr werdet heute Zeuge davon, wie ich die deutsche Szene zerlege. Eben das Leben von elendigen Verlierern zertrete. Redet denn jeder von ihnen kriegt für den Pussy-Rap nur ein Tempotaschentuch. Auch wenn ich jetzt darauf abfahren wie bei einem Centerpark-Besuch. Seit den Anfangstagen im Port. Import. In seiner Landessprache ein Gott. Eure Weiber werden von mir auf Spannbettlaken gepoppt. Doch nach einer Flasche Scotch in den Krankenwagen gebockt. Fuck auf diese Straßenscheiße, die Standardphrasen sind Schrott. Sie haben im Ghetto was im Griff, wenn sie Fahrrad fahren im Block, ihr Versager. Ich hab Bock euch in den Boden zu rappen, denn ihr riskiert ne dicke Lippe, so wie Botox-Patienten. Übelst dicker Sound, das ist wie Pflanzensamen. Alle können mich sehen und ich wachs über mich hinaus. Ich war bisher nicht gerne gesehen, doch ich werd nicht mehr gehen, als wär ich querschnittsgelähmt. Ah, yeah! Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Bus nehmen. Du Schwuchtel wirst lyrisch in den Kerker gesteckt. Bist du von Schmerzen gestresst, dort erbärmlich verreckst. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Bus nehmen. Ich zeig, wie man Welle macht wie Wassersymbole. Und dann erzeug ich mit meiner Mucke ne Massenhypnose. Ich zerstöre wieder diese Rapper mit den nervtötenden Liedern. Denn sie pfeifen aus dem letzten Loch wie Querflötenspieler und kriegen. Bruder, diese Wie-Vergleiche, Alter. Eine Schelle, knallen auf dem Boden und hinterlassen eine riesige Delle. Quatschen von miesen Geschäften und ziemlich fiesen Verbrechen. Machen auf Löwen, aber sind in echt nur niedliche Kätzchen. Für diesen Mist zeig ich nicht viel Interesse, denn ich komm mit kranken Leuten wie ein Klinikgelände. Mies in die Fresse, ihr labert doch nur, denn da kommt immer die gleiche Scheiße raus. Gärtnergeburt. Der einzig wahre zerfickende Rapper, der JMC, will den Schotter sehen, gibt euch Punches, bis euer Kopf sich dreht. Mal schauen, wie viele Wie-Vergleiche eigentlich Sole wiederbringt, weil der hat in der Quali auch einiges an Wie-Vergleichen. Guck, wie sich die Waldorfschüler blamieren, wie sie von dem Plex bei einer Kampfsportübung kassieren. Ich rap massenhypnotisierend, ihr seid gezeichnet und das unterschreibe ich, als würde ich Taschenbücher signieren. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Fluchtweg.
Ihr könnt nicht einmal den Bus nehmen. Du Schwuchtel wirst lyrisch in den Kerker gesteckt. Bist du von Schmerzen gestresst, dort erbärmlich verreckst. Deutscher Rap bietet euch keinen Fluchtweg. Ihr könnt nicht ja mal den Bus nehmen. Ich zeig, wie man Welle macht wie Wassersymbole. Und dann erzeug ich mit meiner Mucke eine Massenhypnose. Das war Perplex. Als nächstes kommt Fucking. So, wir sind nun bei Check das doch mal von Fucking. Und ja, bei Pinchwit ist mir Folgendes aufgefallen. Der Titel heißt ja Pinny und Jay und das soll ja an Pinky und Brain orientieren. Also eigentlich würde es für den Titel einen Punkt geben, aber ja, das mache ich jetzt halt nicht mehr, weil jetzt ist halt schon zu spät. Ist mir zu spät aufgefallen, sorry dafür. Aber ja, ich finde, das sollte sowieso nicht vor dem K-Element landen, da halt sehr von JGG-Dings profitiert hat. Und jetzt kommt Fucking und ich esse währenddessen ein Sandwich mit Eierstrich. Sehr, sehr lecker. Let's go. Wie billig das einfach aussieht, Alter. Also Falcon kriegt auf jeden Fall schon mal einen Punkt für das Video. Heute wieder Mario sein, gar kein Bock. Ja, Fucking kriegt Mario Bonus und ja, der Beat. Alter, Fucking ist Max und Moritz in einer Person. Die Quali war mein erster Streich, es wurde keiner verschont. Digga. Ja. Fucking kriegt schon mal einen Punkt für den Einstieg und für den Flow. Und ja, auch audiotechnisch hat er sich verbessert. Aber gute Audio ist ja kein Punkt wert. Digga, guck, wie dein Talent vor deinen Augen verschwindet. Du bist der Typ mit der Knarre, ich bin der Typ, der das Kind ist. Du postest eine. Es gibt Spongebob-Bonus. Aber du bist der Typ mit der Knarre, ich bin der Typ, der als Kind ist. Echt jetzt? Fucking hat jetzt schon mehr Punkte als in seiner Quali. Du post in der Karre, obwohl sie von deinem Vater war. Ist mir als Kind egal, solange ich mit meinem Fahrrad fahr. Jasper. Geil. Ist mir als Kind egal, solange ich mit meinem Fahrrad fahr. Jasper kriegt kein Pfand, da er lieber seine Flaschen zählt. Ich brauche für Chucks keine Kohle, ich lebe von meinem Taschengeld. Alle. Ja, für das bin gleich wieder da, Jasper. Und für Panschon, es gibt auf jeden Fall jeweils einen Punkt. Stark tatsächlich. Zuschauer können auf mein 16. Finale warten. Hallo Hater, ich darf euch heute allen Danke sagen. Denn jeder von euch, der bei mir den Daumen runterklickt, blickt es nicht, dass er mich glatt in die nächste Runde schickt. Das stimmt halt vollkommen, Alter. Die Line ist halt real talk. Das ist auch bei der aktuellen JCC so gewesen mit Donny 42.
Also der ist natürlich nicht in die nächste Runde gekommen, aber trotzdem. Jähriges Kind neben aufgepumpten harten Männern, doch der Kleine hat voll drauf, Vicky und die starken Männer. Ich hab hier mit Endos Galvas. Der Kleine hat's voll drauf, Vicky und die starken Männer, das finde ich nice. Vor allem, es passt halt auch zum Video, der macht das halt echt nicht schlecht, der kleine Pisser. Ich hab hier mit Endos Galvas Dopes gejobbt. Wir haben einen Vogel auf der Brust, du hast einen Vogel im Kopf. Ich bin zwölf. Wir haben den Vogel auf der Brust, du hast den Vogel im Kopf. Ja, okay. Ich gebe einen Punkt dafür. Und der Junge ist halt 12. Also der war damals 12. Heute bist du ja gar nicht. Ist 16, 17. Ja. 12 und nicht 13. Fetter Skandal und mach seit 4 Monaten Rap. Check das doch mal, keiner hätte das in meinem Alter besser gemacht. Also hört auf zu meckern, check das doch mal. Ich bin 12 und nicht 13, fetter Skandal und mach seit 4 Monaten Rap. Check das doch mal, keiner hätte das in meinem Alter besser gemacht. Also hört auf zu meckern, check das doch mal. Ey, ich. Ja, die Hook kriegt einen Punkt. Ganz gut in diesem Rap-Geschäft und setze Meilensteine wie mein neues Lego-Set. Auch wenn ich jeder meinen Rap mag, ich hab's probiert. Doch was hast du mit 12 denn so gemacht? Machst du Bier? Aha. Ja, auf jeden Fall. Da hat er mich halt echt getroffen. Ein paar Vollidioten meinen, dass ich wie ein Kind kling. Wow, liegt vielleicht daran, dass ich ein Kind bin. Und sowas soll mich. Ja, das stimmt halt einfach. Mich runter machen, du kannst dich ins Knie ficken. Bitch, wer noch so klein ist, kann gar nicht mehr tief singen. Ein Interview. Mit Chana kann, wo er dann mit Worten spielt. Doch das verursacht bei mir nichts außer Ohrenkrebs. Er will mich dissen, doch mich trifft da gar nichts. Wen willst du ficken? Die deutsche Grammatik. Fucking mit einer 3-Punkte-Line, Alter. Krass, das hast du wirklich sehr gut geschafft. Meine Deutschlehrer haben sich über dich lustig gemacht. Mann, bevor du die deutsche Sprache hier nochmal bestraft, hat dieser Flair lieber wieder eine Karotte im Arsch. Bruder, die nächste 3 Punkte, Alter. Ich bin 12 und nicht 13, fetter Skandal und mach seit 4 Monaten Rap. Check das doch mal, keiner hätte das in meinem Alter besser gemacht. Also hört auf zu meckern, check das doch mal. Ich bin 12 und nicht 13, fetter Skandal und mach seit 4 Monaten Rap. Check das doch mal, keiner hätte das in meinem Alter besser gemacht. Also hört auf zu meckern, check das doch mal. Die wirklich gut. Ein Rapper kann ich an nur einer Hand abzählen. Der Rest auf einem textlichen Niveau von diesem Haftbefehl. Die kriegen nichts gebacken mit einem Stift und einem Block. Mit Haftbefehl an gibt's einen Punkt. Hand abzählen, der Rest auf einem textlichen Niveau von diesem Haftbefehl. Die kriegen nichts gebacken mit einem Stift und einem Blockblatt. Ich bin fucking das Kind, was tut, worauf es grad Bock hat. Okay. Also was soll ich noch zu fucking sagen? Ja, fucking kriegt noch einen Punkt fürs Gesamtpaket und Kinderbonus. Weil für sein Alter so einen Song zu bringen, ist halt schon krass. Weil so fucking über Perplex und über Rolex, Alter. Das ist halt schon krass.
Ja, weil der Junge hat sich halt echt übertroffen. Ich gebe halt einfach ein Like dafür. Hat er gut gemacht. So, dann kommen wir zur Drop Dynamic. So, wir sind nun bei Drop Dynamic und damit das Video auch wieder nicht zu lang wird, reagiere ich halt nur einmal darauf und vergib meine Punkte halt. Also ja, los geht's mit Drop von Coty bis das Skyline, Alter. Für den Titel gibt's aber auf jeden Fall einen Punkt. Das finde ich nämlich lustig. Gökhan Yılmaz Films Present Drop Dynamic. Was machst du da eigentlich? Ja, was du da machst? Mach das Wasser sauber. Wie du machst das Wasser sauber? Wir haben doch vorhin sehr hart und so sauber gemacht. Ganze Fett und Öl und alles ist hier drin, Schmutz. Ja, dann hol doch Neues. Nein, Wasser ist teuer. Unser Chef ist geizig. Habe ich die letzte schon gesagt. Wie soll man Wasser sauber... What the fuck, Alter? Aber ja, keine Ahnung, das Video wird auf jeden Fall einen Punkt geben, so viel ist klar. Video kriegt auf jeden Fall einen Punkt, also das ist. Und es gibt noch einen Punkt, weil es halt einfach ein Film ist. Das ist geil, das macht Drop Dynamic geil. Das macht ihn auf jeden Fall aus. Ja, aber an Wasser braucht man nicht sparen. Habe ich nicht letztens gesagt, unser Chef ist geil. Die Musik im Hintergrund ist aber auch geil. Geizig, was hast du gesagt? Ja, vielleicht. Wenn du fertig hiermit bist, geh mal rein, mach mal drin. Nein, ich mach jetzt diese Zeitung. Ich hab doch gerade gesagt, wenn du fertig bist, geh einfach sauber. Nein, letzte Woche war ich schon, jetzt bist du dran, Mann. Ey, weißt du was, Xing Shang Chong? Ich hab gewonnen. Wie, warum? Weil ich immer gewinne. Okay, komm, wir werden... Alter, was ist das? Sehen? Okay. Komm, Xing Shang Chong. Digga, was ist das für ein Mittelfinger? Was? Ja, Digga, zeigst du den Mittelfinger oder was? Das ist kein Mittelfinger, das ist Panzer. Was für ein Panzer? Panzer, überfährt deine Kartoffel. Digga, das ist kein Kartoffel, das ist ein Stein! Mach doch deinen Stein kaputt! Geh mal jetzt rein, mach sauber! Alter, wie genial ist das? Für den Humor gibt's auf jeden Fall einen Punkt. Es ist ein Panzer, meine Freunde, kein Mittelfinger. Nächstes Mal bist du dran. Ich mach Staubroller so lange sauber. Alter, hier ist ein krasser Anzug, ey. Ey, ich glaube, ey, das ist der Anzug von Heino. Was meint Heino, Mann? Ja, Digga, Alter, das ist sein Anzug, Mann. Ey, ich will es unbedingt anziehen. Was die Sache nicht an, lass es. Oh, jetzt geht's scheinbar los, der Beat, Brudi. Ist dein Ernst gerade? Wie, warum? Zieh mal die Sachen wieder aus! Nein, Digga, ich sehe nicht aus wie, du weißt schon, James Bond, Martini geschüttelt, nicht gerührt und so. Du siehst aus wie Fat Bond, gebuttert und verschmiert, Mann! Alter, geil! Du siehst aus wie Fat Bond, gebuttert und geschmiert! Das war ich, das ist mein Punkt auf jeden Fall wert. Ey, warum sagst du so, Mann, Alter? Was sagst du? Zieh mal die Sachen wieder aus, Mann. Ja, dann geh doch. Ja, ich geh auch. Ja, aber warte mal, warum gehst du jetzt? Du hast doch gerade gesagt, ich soll gehen. Ja, aber bleib doch hier und lass zusammen. Ich geh jetzt, ich hab keine Lust mehr zu arbeiten, Mann. Ja, dann... Ja, so funktioniert das auch. Ich hab keine Lust mehr zu arbeiten. Ich geh jetzt. Ja. Nicht das Hemd mit den Chips vormachen. Es gibt zwei hübsche Gesichter und einen Hund. Hallo, guten Abend. Hey. Herr Krause? Ja, klar, ich bin Herr Krause. Okay, na dann haben wir einen Termin. Ja, bitte, bitte, hereinspaziert. Bitteschön, bitteschön.
So sieht Gio aus, wenn er 12-jährige Mädels sieht. Okay, eins muss man sagen, also der Beat bekommt einen Punkt und die Hook bekommt 2 Punkte. Ihr alle macht auf VIP mit Levi's Jeans, doch hier ist Kreuzberg Notorious B.I.G. Starker Einstieg auf jeden Fall. Der Flow bekommt einen Punkt, die Technik bekommt einen Punkt. Feier ich. Baby, denk nicht, dass du cool bist, denn ich rude ist, laberst nur Mist, Mund zu, Snitch. Ja, es gibt Reimkettenbonus. Digga, ich mach Party auf der Couch mit Wodka, jeder küsst den Ring wie ausgenockte Boxer. Der Papa ist... Nice. Der Papa im Haus trinkt die Schnapsflasche aus. Ich bin King, weil ich im Anzug rumlauf. So, ich feier Drop auf jeden Fall. Lieber gefälliger G, also pass lieber auf. Bin so Gangster, ich hab mir einen Kampfhund gekauft. Tja, und dann bildet er, Leute, das sind 2 Punkte. Das sind 2 Punkte, Alter. Es ist einfach Humor. So reich, dass ich mich Kaviar bedeck, in die Badewanne setz mit Champagner oder Sekt. Machst du Fax in du Untergrund, Mensch, lernst du die Rechte super gut kennen wie ein Jurastudent. Sind schon schöne Frauen dabei auf jeden Fall. Wie Vergleich von Drop Dynamic, also hat das besser als die meisten Vergleiche von Perplex, muss man sagen. Bin der Boss, bei dem die Frauen die Brusthaare kennen, denn ich bin zu 100% Tupacs Cousin. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm noch so. Ist keine geile Ahnung, aber schon Humor. Das ist geil, Alter, das ist geil. Die Brille bekommt dann noch so einen Gastauf, bekommt wieder so einen Gastauftritt, also der Almanese. Und ja, es ist ein Easter Egg wegen der Quali, Alter. Das finde ich nice. Die Schweine waren halt gefälscht, das hat man direkt erkannt. Sogar Bushido sagt, er ist guter Pimp, weil ich als Rap Super King in der Stretch Limo bin. Du laberst die Frauen zu mit deinem Plus, war perfekt, doch sie steigen lieber ein in meinem Lufthansa-Jet. Ich weiß. Technisch ist auf jeden Fall der Beste, muss man sagen, in dieser Gruppe. Wenn ich willkommen, ich in Bands reingefahren, ich kenn keiner, warmen wie Geld, geile Schwabe. Guck bei mir, Blubber. Ah ja, das habe ich noch nicht gemacht. Es gibt Hittenbonus. Also, die Dame bekommt einen Punkt und es gibt Hittenbonus. 30 Punkte hat er bis jetzt, der Drop. Wenn ich willkommen, ich in Bands reingefahren.
gefahren, ich kenn keinen Erbarmen wie geldgeile Schwaben. Guck bei mir, blubbert die Whirlpool-Anlage, bei dir höchstens deine Bombe in der Görlitzer Straße. Mädels wollen Kirsche mit Sahne, bilden ein Halbkreis um den Star wie die türkische Fahne. Die Fresse glänzt. Die Fresse glänzt wie mein Limousinenleder. Ich bin intensiv, Peter, bei Skinny Jeans Träger. Du kommentierst, ich sei ein fetter Idiot. Du hast meine Pisse zu tun als Jackass Devo. Feier ich absolut. Ich sei der dicke Bruder von SSIO, weil ich deine Frau sexy mach wie Detlef die so. Das ist auch geil. Warum gucken diese Leute verwundert? Der Junge aus Kreuzberg hat Klunker. Nie mehr zur Arbeit oder Hartz IV, denn jetzt hab ich Liederpapier. Das ist Club Dynamic Highlight, vom Kotti bis zu Skyline. Der hat das nur geträumt, Alter. Geil. Absolut geil. Ja, die Kali hat er tatsächlich übertroffen. Was machst du denn in meinem Zimmer, ey? Fettsack. Heino, bist du das? Was für ein Heino? Komm mal mit raus hier. Ach, geile Sende, Alter. Das ist nice. Und der Gesamtpaket kriegt natürlich auch einen Punkt, das ist klar. Jo. Ja, so weit wollte ich eigentlich noch nicht gehen, aber ja. Das kommt dann nach meiner Bewertung. So, wir kommen zum neuen Bewertungssystem. Und ja, da muss ich natürlich alle miteinander vergleichen. Und was Flow angeht, ist Drop Dynamic auf jeden Fall ganz vorne. Also Drop bekommt 3 von 3 Punkten. Dings. Perplex und Pinschmidt bekommen beide 2 Punkte, wobei Pinschmidt dank JG auch schon fast auf die 3 kommt. Ja, und Fucking bekommt halt 1 Punkt. Ich muss die ja miteinander vergleichen. Gegen andere hätte Fucking vielleicht sogar mehr Punkte für den Flow bekommen, aber ja. Hier ist es natürlich etwas schwerer. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, Musikalität. Also ja, ich würde sagen, Drop 3 und ja, alle anderen kommen auf 2. Nicht Fucking, ich muss Drop jetzt da unten. Ja. Drop 3, Fucking 2. Plexi 2. Und Pinch mit 2.
So, als nächstes das Konzept und ich würde sagen, ja. Pinschmidt und Perplex kriegen 2 Punkte, Fucking und Drop Dynamic kriegen 3 Punkte. Drop Dynamic hat bis jetzt einfach alle Punkte. Aber ja, auf die 30 Punkte zu kommen ist sehr schwer. Lyrik ist halt so ein Thema. Pah, was soll ich sagen, Kau? Pinch mit Plexi 2, Fucking 1, Drop 3. Okay, der Beat, was? Ja. Pinch mit 2, Perplex 3, Fucking 1, Drop 3. Ups. Okay, dann sehe ich dann auch die Punkte zusammen. Drop Dynamic hat bis jetzt halt echt alle Punkte. Also ja, bei Drop Dynamic muss ich nicht zählen, der hat 15 Punkte. So, Pinch mit 2, 4, 6, 8, 10. Ja, 10 Punkte. Perplex 2, 4, 6, 8, 11 Punkte. Und Fucking 1, 3, 6, 7, 8 Punkte. So, Video, Kong. Pinschmidt hatte tatsächlich das schlechteste Video. Also ja, Pinschmidt 0 Punkte fürs Video. Ab hier ist das Maximum 2 Punkte. Ja, Perplex bekommt für sein Video 1 Punkt von 2. Fucking kriegt tatsächlich 2 Punkte und Drop Dynamic bekommt auch 2 Punkte. So, als nächstes hätten wir die Qualität. Qualität ist natürlich Audio, das heißt, jeder bekommt da 2, außer fucking bekommt halt 1. Ja, weil fucking ist audiotechnisch halt noch am weitesten unten. Ja,
So, Technik, Drop Dynamic und Dings Perplex kriegen 2 Technikpunkte. Ja, Pinchmit würde dank Twitchy ja auch 2 Punkte bekommen, aber das wäre, weil Pinchmit selbst ist ja nicht so krass abgegangen, muss man sagen. Deshalb kriegt Pinchmit nur 1 Punkt und ja, Fucking gebe ich auch 1 Punkt. Was mich bei Perplex gestört hat, sind die vielen Wii-Vergleiche, aber das ist normal bei Perplex. So, Originalität. Ja, da muss ich halt tatsächlich was sagen. Also, da kann Pinchmit kriegt da auf jeden Fall die volle Punktzahl. Ja, Perplex kriegt da nicht die volle Punktzahl. Also, solche Typen wie Perplex gibt es halt schon öfter, aber ja. Ein Punkt kriegt er auf jeden Fall als Meister der Wii-Vergleiche. Ja, bei Fucking. Fucking ist da tatsächlich schwer, weil damals war halt ein 12-Jähriger in so einem Rap-Turnier halt was komplett Neues. Aber ja, heutzutage solche 12-jährigen Rapper. Ja, die gibt's auf Instagram und TikTok wie Santa mehr, leider. Allerdings ist halt keiner von denen auf dem Niveau von Fucking. Also, keine Ahnung, bei Fucking will ich tatsächlich sagen. Ja. Der hätte damals zu 100% 2 Punkte bekommen. Und keine Ahnung, heute. Also, wer scheiße würde, 0 Punkte bekommen, aber das ist er nicht, also kriegt er den 1 Punkt. Und Drop Dynamic kriegt 2 Punkte. So, wir kommen zur Hook. Drop Dynamic 2 Punkte. Perplex hat er auch eine geile Hook. Kann Perplex auch 2 Punkte. Pinch mit 1 Punkt. Und Fucking leider 0 Punkte. Also ja, Drop Dynamic hat immer noch alle Punkte, Drop Dynamic kommt nun auf 20. So, jetzt der Rest. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16. Pinchmit hat 16 Punkte. Und ja, Dings. Perplex hat 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19 Punkte. Achso, ne, Drop Dynamic kommt auf 25. 25, ja. Nicht 20. So, und Fucking, ja. 8, 10, 11, 12, 13. Fucking hat 13 Punkte. Ja, der Rest ist halt ein. Der Rest ist nur noch 1 Punkt wert. Also, ja, Pinch mit Atmosphäre, keine Ahnung. Ich würde das nicht Atmosphäre nennen. 0 Punkte. Weil Perplex ist auf jeden Fall Atmosphäre, Perplex ist auf jeden Fall auf Atmosphäre getrimmt. Und ja, auch bei Fucking ist eine gewisse Atmosphäre vorhanden. Also Fucking kriegt auch einen Punkt für Atmosphäre. Ausnahmsweise halt. Und ja, Drop Dynamic Song hat überhaupt nichts mit Atmosphäre zu tun. Das ist der erste Punkt, den er liegen lässt. Ja,
Unterhaltung. Ja, was soll ich sagen? Fucking und Drop Dynamic bekommen den Punkt. Die haben mich unterhalten. Das heißt, auch Perplexe bekommt den Punkt nicht. So, Gesamtpaket ebenfalls fucking und Drop Dynamic fucking halt, weil er ein 12-Jähriger ist und bei ihm ist das halt einfach krass mit 12 so zu sein. Also ja, Pinch mit wieder 0. Eieiei, die Punkte liegen Pinch mit wie es scheint nicht. Perplex kriegt auch 0. Fucking kriegt ne 1. Und Drop bekommt ne 1. Authentizität. Was soll ich sagen? Ebenfalls nur fucking und Drop. Nein, falsch. Okay, und sonstiges, Pinchmit bekommt den Punkt für das beste Feature, also das ist, da kriegt halt jeder einen Punkt, das ist klar. Perplex für die vielen, für die meisten Wii-Vergleiche aller Zeiten. Ja, fucking, weil er halt einfach mit 12 sowas krasses geleistet hat. Und Drop Dynamic, weil er halt einfach einen Film gebracht hat. Also ja, wir zählen die Punkte zusammen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 Punkte für Pinchmit. So, Perplex, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21. Perplex hat 21 Punkte. Wen willst du hier verarschen? Fucking 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18 Punkte. Und Drop Dynamic hat 29 Punkte, das muss ich nicht zählen. Ein Punkt hat Drop Dynamic liegen lassen und das war die Atmosphäre. Also ja, da auf 30 Punkte zu kommen ist natürlich schwer, aber Drop Dynamic war halt einfach das beste Gesamtpaket, das ist klar. Da kannst du auf jeden Fall sagen, was du willst. Ja. Und fucking hatte für seine 12 Jahre auch ein krasses Gesamtpaket. Ist zwar hinter Perplex gelandet, aber Wayne, er hat es noch vor Pinch mitgeschafft mit den unteren 5 Punkten. Weil er da unten einfach alles bekommen hat. Ah ja, und Pinch mit hat unten nur Sonstiges bekommen. Also ja, das sieht man auf jeden Fall. Ja. Pinch mit hat halt
der hat halt wirklich durch JG profitiert und weil er halt, abgesehen von Drop Dynamic, das längste Video hatte. Also ja, das sieht man halt, laut diesem Bewertungssystem ist Pinchmit einfach der schlechteste von den Vieren gewesen. Ja, also kommen wir nun zu der Analyse von Julian. So, wir sind nun bei Julian. Bewertung 32. Gruppe C, let's go. Yo, was geht ab, ihr beschissenen Scheiß-Schlampensöhne? Ich bin der Überking, die übermenschlichste Überkreatur, die jemals auf diese Erdkugel geschissen wurde. Geil. Und es gibt ja Leute, die parken auf Behindertenparkplätzen. Das ist ja so viel praktischer, da ist es viel näher dran am Super... Ah ja, und Julian macht Next-Level-Shit, der parkt auf Behinderten. ...Markt oder den Puff oder wo auch immer diese Hurensöhne hinwollen. Aber ich bin der Überking. Ich parke nicht auf Behindertenparkplätzen, ich mache Next-Level-Shit. Ich parke auf Behinderten. Ja, wir beginnen diese Woche mal wieder mit einem kleinen Regel-Update. Nichts auf dem JBB-Kanal wird jemals passieren ohne Regel-Update. Dafür steht Klaus Hipp mit seinem Namen. Der dritte... Genau. ...passierte diese Woche wurde besser bewertet als alle aus Gruppe A und B außer Punch Arroganz. Aber wenn morgen irgendjemand kommt, nee, wenn morgen zwei kommen, die besser bewertet werden als er, ist er trotzdem draußen. Also das Regelsystem ist immer noch komplette Scheiße und muss geändert werden. Anstatt die vier Besten aus zwei Gruppen, nehmen wir jetzt die acht Besten aus vier Gruppen. Es trifft jetzt wahrscheinlich das K-Element, aber der hat sich als übertrieben sportlich rausgestellt und hat gesagt, möge der Bessere gewinnen. Und Ah, schade, dass das K-Element halt wirklich deshalb rausgeflogen ist. Auch Rolex ist rausgeflogen, echt schade. Genau, so ist es jetzt auch. Mann. The Lost schreibt, den Vogel hätten auch Kinder in Afrika essen können. Läuft in Afrika eigentlich genau andersrum. Weißt du was? Du bist viel witziger, als du denkst. In Realität werden nämlich in Afrika ganz viele tote Kinder von Vögeln gefressen. Killer. Gary hat geschrieben, ist das schlecht. Weißt du was, Gary? Ich würde dich am liebsten Hurensohn nennen. Aber ich glaube, das hat gar keinen Sinn, dich Hurensohn zu nennen, denn du wurdest in deinem Leben bestimmt schon so oft Hurensohn genannt, dass du denkst, dass du so heißt. Deswegen nenne ich dich Peter. Perplex hat den mächtigsten Beat, er hat den krassesten Battleshit, es ist die epischste Runde und er hat den höchsten VPM. Vergleiche per Minute. Ja. Deswegen, was soll ich noch zu Perplex sagen? Also, er hat auf jeden Fall kein schlechtes Gesamtpaket, muss man schon sagen. Leider hat er auch die miesesten Downloads, was ich extrem schade finde. Und deswegen gebe ich ihm einen Trostpreis von 50 Euro. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könntet mir noch was vom Rap erzählen? Als ich anfing, wart ihr selbst an einem Cracks, ich mal am Leben. Trollwut TV schreibt, meiner Meinung nach, die Besten diese Woche. Es sind auf jeden Fall die Erfahrensten diese Woche. So weit ist JJ aber nicht. Schmidt hat ja schon angefangen zu rappen, als ich ein kleiner Pimp war. Er war ja schließlich auch schon 112 Jahre alt, als ich noch ein Fötus war. Ich halte es gar nicht für so abwegig, dass er Rap erfunden hat. Und man sieht es ja auch an der gebeugten Körperhaltung, dass die ein bisschen über das Verfallsdatum hinaus sind. Nicht, dass die noch anfangen zu schimmeln. Comedy Creed schreibt, nicht Mitte 20, Mitte 30, trotzdem besser als der meiste Müll bisher. Du hast da ein paar Nullen vergessen, Digga. Ich will ja immer nicht so unhöflich sein. Aber als ich gesagt habe, Pinschmidt wäre 140 Jahre alt, da habe ich ein bisschen gelogen. In Wirklichkeit ist er 2040 Jahre alt. Ja, Pinschmidt ist Jesus. Und er hat Rap erfunden. Und er trägt gern Frauenkleider. John Kopka schreibt, alter Schwede, heftiger Flow von diesem Pinschmidt. Du meinst wohl, alter Pinschmidt, heftiger Flow von diesem Schweden. Vivo Pipo schreibt, dope as fuck, shit, haha, hätte ich nicht erwartet. Du hast old falsch geschrieben. Old as fuck. Pinschmidt und JG passen perfekt. Das ist so genial. Pinschmidt ist schon irgendwie genial. Bei Tänzer ist es einfach lächerlich, aber bei Pinschmidt ist es schon geil. Dieses alter Männer-Image. Eck zusammen und auch die nächste Runde wird wieder ein Feature sein. Dank dem Regel-Update wird es jetzt auch eine nächste Runde geben, höchstwahrscheinlich. Pinschmidt hat die besten Flow-Passagen, er hat den besten Feature-Gas, die Scheiße geht am meisten nach vorne. Ohne Scheiß, die Scheiße geht so krass nach vorne. Die sind schon in fremden Galaxien irgendwo im Windschatten von Adam. Außerdem, dieses Ich fahr mit dem Dampfer über deine Privatsphäre ist die beste Line der Woche, finde ich. Ich bin 12 und nicht 13. Fetter Skandal und mach sein. Er ist echt Zweiter geworden. 4 Monaten Rap, check das doch mal. Mrs. Herz schreibt, da kriegt man ja Muttergefühle, so süß wie der ist.
Witzig, ich krieg Hassgefühle, weil du nicht in der Küche bist, du Fotze. Enners Products schreibt, wenn er weiterkommt, deabonniere ich dich, Julian. Nur weil er 12 ist und ganz gut für sein Alter ist, heißt das nicht, dass andere, die besser sind, rausfliegen. Viel Spaß beim Deabonnieren. Dass der kleine Pisser weiterkommt, ist so sicher wie das Kinderschänden in der Kirche, Minion. Rasmus Harder schreibt, Digga, ist er jetzt Fame in seiner Schule? Wenn ja, gib mir die Kugel. Wenn ich mir dein Foto so angucke, hat er bestimmt schon vorher mehr Groupie-Fotzen weggeknallt als du. Und außerdem feierst du Jay und Neek. Das heißt, du solltest dir sowieso die Kugel geben, Alter. Fucking hat sich als Reverse Gio rausgestellt. Also nicht als Mann, der kleine Kinder fickt, sondern als Kind, das erwachsene Männer fickt. Er hat so ziemlich das gesamte Teilnehmerfeld weggefickt. Diverse Leute wurden mit dem Fahrrad abgeholt. Sein Name, Fucking, ist Programm. Auch wenn ich glaube, dass er noch Jungfrau ist. Aber durch die wachsende Aufmerksamkeit und den Fame gibt es bestimmt genug 12-jährige kleine famegeile Bitches, die unbedingt seinen kleinen Schwanz kneten wollen. Gio wäre... Ja, aber ich frag mich echt, was Fucking heute so macht. Weiß das irgendwer? Begeistert. Ohne jetzt zu übertreiben. Er ist der beste 12-jährige Rapper Deutschlands. Er hat die krasseste Selbstironie. Er hat die krasseste Steigerung. Und Kinderbonus. Wir sind doch keine Unmenschen. Der Maxis Play schreibt, der Typ erinnert mich voll an Nico Bellic von GTA 4. Fotze? Melf schreibt, das ist das dümmste Intro, das ich je gesehen habe. Wollen wir doch mal sehen, was du so auf deinem Kanal hast. Minecraft. Deine Meinung ist absolut nichts wert. Drop Dynamic hat die zweite Fettbombe abgeliefert. Seine Runde macht einfach eine richtig fette Stimmung. Erstmal gibt's ein 3-Minuten-Intro mit Fatman und Robin, dann verkleidet er sich als Fat Bond. Fatman und Robin, was? Buttert und verschmiert und dann kommt eine verfettete, fettgeile Fettrunde aus Fettland. In einer fetten Limousine, in einem fetten Whirlpool, wo man seine fetten Schwabbel-Fetttitten an seinem Walross-Fettkörper bewundern kann. Der Gastauftritt von Brille aus der Quali ist auch fett. Es steckt einfach unheimlich viel Mühe und Fett in dieser Runde. Fett. Drop Dynamic hat die Leute nicht abgeholt. Er hat sie aufgegessen. Es ist die fetteste Runde. Er hat das fetteste Video. Er hat die verfettetsten Fett-Fett-Schwabbeltitten, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Fettes Gesamtpaket, fetter Sound, fettes Konzept. Es ist einfach alles übertrieben fett. Ach ja, so sieht Gio aus, wenn er 12-jährige Mädels sieht. Als ob Fucking es vor Pancharo ganz geschafft hat. Und kleiner Spoiler, die letzten drei sind rausgeflogen. Ja, es ist echt schade, dass sein Skis zu dem Zeitpunkt halt einfach schon zu 100% raus war. Und Karl, das K-Element hat halt einfach so krasse Arbeit geleistet. Und der hat es halt einfach nicht in die nächste Runde geschafft. Das ist schon traurig eigentlich, wenn man bedenkt, wer es alles in die nächste Runde geschafft hat. Also Bronic, ne. Weil die nächste Gruppe ist ja auch richtig stark. Nach dieser krassen Woche kommt eine noch krassere Woche. Ohne Scheiß, ich dachte bei Gruppe B, boah, ich habe ein Trauma von Gruppe B. Ich dachte bei Gruppe B, scheiße, das geht alles vor die Hunde irgendwann. Aber Gruppe C hat mir Hoffnung gegeben und Gruppe D... ist noch krasser. Die Tendenz der Cypher geht so und nicht so, ihr Huren-Söhne. Und diesen Quatsch, dass ich immer vorher was Positives sage, das werde ich jetzt auch bleiben lassen. Ohne Scheiß, entweder die Leute liefern ab oder sie liefern nicht ab. Ich werde jetzt immer vorher sagen, ob die abgeliefert haben oder nicht. Und wenn die nicht abgeliefert haben, dann braucht ihr euch das auch nicht reinziehen. Dann werdet ihr auch nicht gelangweilt von der Scheiße. Ich sage euch einfach Real Talk-mäßig, ob das krass ist oder nicht. Und dann gebt ihr euch das oder lasst es bleiben. Kenzo hat technisch gesehen abgeliefert. Also er hat die Mail abgeschickt, im zeitlichen Rahmen, und ich habe sie auch bekommen. Aber er hat sich nicht wirklich verbessert im Gegensatz zur Qualifikation. Die Woche... Kann ich natürlich gerade nicht sagen, weil ich habe seine 32. Runde nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube tatsächlich, ist es schlechter bewertet von mir als seine Quali. Glaube ich halt echt. Ist einfach viel zu krass, als dass er da irgendwie mithalten könnte. Ich könnte jetzt sagen, er ist die Inkarnation von Tupac, aber das würde mir sowieso keiner glauben und das wäre auch absolut gelogen. Vielleicht nächstes Jahr. Der hat auf jeden Fall mehr abgerissen als in der Quali, das weiß ich noch.
Die Runde von Fortune ist um einiges krasser als die Qualifikation. Viele haben ja gesagt, der Beat ist scheiße bei der Qualifikation. Ja, der war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gebe ich auch zu. Aber ich fand, es ging schon mal in die richtige Richtung. Es war der in die Fresse Fortune, das war der Fortune, den ich sehen will. Aber diesmal, ihr habt ja gerade den Beat gehört, ist der Beat krass. Und es geht krass in die Fresse. Und wer der Meinung ist, dass Fortune in der Qualifikation noch nicht back war, der kann jetzt spätestens sagen, Fortune ist back. Adem geht mal wieder übelst wohin? Nach vorne natürlich. Der macht übel Stimmung, geht mega nach vorne, geht mega steil, macht da mega heftig Party und hast du nicht gesehen, Alter. Und der disst sogar die Leute aus seiner Gruppe. Und das gar nicht mal so schlecht dafür, dass er gar kein Battle-Rapper ist. Also, wenn bei irgendwem läuft, dann ist es Adem. Oh ja, 84, Paragraph 84. Eieiei. Also ich sag so, abgesehen von 80 gegen Gary Washington, ist das das Beste, was die beiden jemals gebracht haben. Da kannst du sagen, was du willst. Das wird, da wird es Punkte regnen. 80 und 4 haben mich in der Qualifikation ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber jetzt haben die das Überbrett abgegeben, ohne Scheiß. Aber ich glaube tatsächlich sogar, dass ich wieder dieses Bewertungssystem auch bei denen nehme, weil ich glaube auch bei in dem Fall gibt es wieder 2 Minuten Unterschied, Differenz. Ja, ich glaube schon. Ich will da gar nicht groß drüber reden. Ich fühle mich sexuell belästigt von diesem Track. Ohne Scheiß, das ist das Krasseste bis jetzt. Mit Abstand. Dieses Shirt bekommt ihr bei Merch Store, Link in der Beschreibung. Beste Qualität aus 100% sexuellem Missbrauch von 80 und 4. Haut rein. Okay, sonst sehen wir uns in der nächsten Gruppe wieder.